Ich rufe auf den Antrag der BFZ-Fraktion 7AN334 Baulandaktivierungsstrategie Fürstenwalde Spree bauen in zweiter Reihe. Das ist der Antrag, der Ihnen heute zugegeben ist. Ja, Das Wort. nochmal meine Entschuldigung für die sehr späte Übersendung. Und ich kann es insofern ja kurz machen. Es geht hier um die Ermöglichung des Bauens in zweiter Reihe. Grundsätzlich bleibt das natürlich immer eine Einzelfallentscheidung des Bauamtes in Beeskow. Es geht also dann immer darum, wie ist das Grundstück zugeschnitten, wie ist das Bestandsgebäude zugeschnitten, wie sieht das neue Gebäude aus. Tatsächlich obliegt die Entscheidung nicht der Stadtverordnetenversammlung, ob tatsächlich dann in zweiter Reihe gebaut werden kann oder nicht. Hier geht es um die Ermöglichung. Und als Hintergrund tatsächlich ist einfach die Nachfrage und die Situation rund um die Vermarktung der Ketschner auf Feldmarkt, die gezeigt hat, die Nachfrage ist sehr groß in Fürstenwalde. Die Nachfrage von außerhalb ist sehr groß, aber auch die Nachfrage innerhalb von Fürstenwalde ist sehr groß, insbesondere von jungen Familien. Und hier ist es eben so mit der Aktivierung, Baulandaktivierungsstrategie beziehungsweise mit der Ermöglichung des Bauens in zweiter Reihe sind insbesondere eben Familien aus Fürstenwalde insofern im Vorteil, als dass es ja darum geht, schon auf Grundstücken der Familie bauen zu dürfen. Man hat also auch gerade, wenn man wenig Eigenkapital hat, hier dann schon den Grundstock und muss nicht noch ein Grundstück finanzieren. Und das ermöglicht zum einen relativ schnell eine sehr große Anzahl an Baugrundstücken in der Stadt zu haben. Und das nimmt tatsächlich dann auch ein bisschen den Druck, insbesondere für Fürstenwalder, und vor allem auch möglicherweise Druck auf den allgemeinen Wohnimmobilienmarkt als auch Grundstücksmarkt in Fürstenwalde, wenn eben auf die Art und Weise insbesondere Fürstenwalder in den Genuss eines des Traumes eines Eigenheims kommen. Klar, die Rahmenbedingungen nach § 34, die stehen da auch immer weiterhin zugrunde. Man könnte auch eine Richtlinie noch aber arbeiten, die gibt es in anderen Kommunen. In so einer Richtlinie steht dann drin, dass bei Teilung des Grundstückes das neue Grundstück in zweiter Reihe beispielsweise mindestens 500 Quadratmeter groß sein muss, also dass da keine kleinteilige Bebauung in der zweiten Reihe entsteht. Und auch klar ist natürlich, dass immer eine Zuwegung gewährleistet sein muss, insbesondere für die Erreichbarkeit der Feuerwehr des zweiten Gebäudes, weil das wiederum regelt dann auch insgesamt die Bauordnung, die brandenburgische und überliegt dann letztendlich der Prüfung des Bauamtes in Beeskow. Dementsprechend, wie gesagt, ist das hier eine Ermöglichmachung und die ist, glaube ich, auch im Sinne vieler anderer Fraktionen, insbesondere was die Diskussion angeht, nach der Vermarktung der Ketschnower Feldmarkt, kann ja eigentlich kaum eine Fraktion gegen diesen Antrag oder gegen dieses Ansinnen sprechen. Und ja, deshalb würde ich Ihnen unterstützen. Okay, schönen Dank. Es haben sich jetzt gemeldet Herr Geike, Herr Mattig, Herr Rausch und Herr Wender hat sich gemeldet. Ja, ja. Ich möchte nur mal sagen, dass das Herangehen bei diesem Antrag lobenswert ist. Zweite Reihe Bebauung, dagegen gibt es überhaupt nichts einzuwenden. Oftmals geht es aber um einzelne Grundstücke. Dazu muss man sagen, ist meistens dann in diesem Fall ein B-Plan viel zu teuer und überhaupt nicht notwendig, weil in diesen Bereichen sich dann die Grundstücke nach § 34c bebauen lassen und dort ist alles geregelt. Also ich würde den BFZ empfehlen, die Hinweise zur Bauleitplanung zu überarbeiten, weil die fachlich nicht ganz ausgereift sind. Aber grundsätzlich ist es natürlich vernünftig. Danke. Herr Mattig. Jo, ich hab Herrn Geiger nicht mehr viel hinzuzufügen, außer die kleine Ergänzung, dass wir trotzdem aufpassen müssen, wenn wir uns zu so einem Grundsatzbeschluss durchringen. Und zwar aus eigenem Erleben weiß ich, dass einfach deshalb, weil häufig Grundbuchvormerkungen eingetragen werden für Wegerechte, es da nach vielen Jahren auch zu Streitigkeiten kommen kann. Herr Rausch. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Dann bin ich jetzt mal der Buhmann und spreche gegen diesen Antrag, denn ich halte diese zweite Reihe Bebauung für eben nicht so sinnvoll, wie Herr Fischer sie hier dargestellt hat. Wir verdichten unsere Innenstädte oder unsere Wohnsiedlungen noch mehr.
Grünflächen, die vielleicht noch in irgendwelchen Hinternhöfen, wie hier beschrieben im Antrag, vorhanden sind, werden dadurch weiter vernichtet. Zweite Reihe Bebauung nützt meines Erachtens auch nicht gegen das hier ausgeführte Steigen der Mieten und Steigen der Grundstückspreise. Ganz im Gegenteil, ich glaube, die, die mitbekommen haben, oh, mein Grundstück ist auf einmal viel mehr wert, ich verkaufe jetzt mal doch ein Stück davon, sind dann die Profiteure. Herr Mattig sprach es gerade an, es gibt vielleicht nicht jetzt in der ersten Generation, aber später Probleme, wenn dann eben so ein zweite Reihe Grundstück vielleicht doch mal den Besitzer wechselt, warum auch immer. Ich finde den ersten Antrag, den wir heute von der BFZ gelesen haben oder den behandelt haben, viel zielführender, neue Gebiete auszuweisen mit auch, ich sag's mal, ansprechend großen Grundstücken, weil auch ein 500 Quadratmeter Grundstück, ich weiß nicht, ob Sie sich das mal angeschaut haben, da passt ein Haus und ein Carport drauf und danach ist das voll. Da können Sie dann auch in der Wohnung eigentlich wohnen bleiben. Da haben Sie genauso viel davon. Also ich werde diesen Antrag ablehnen. Ich halte es nicht für sinnvoll jetzt, auch wie Herr Geike beschrieben hat. Es gibt andere Möglichkeiten, wenn man unbedingt in der zweiten Reihe auf einem großen Grundstück bei seinen Eltern oder wie bauen will, dass es da Möglichkeiten gibt. Aber jetzt hier einen extra Beschluss zu fassen, halte ich für nicht sinnvoll. Herzlichen Dank. Bevor Herr Czepo und Herr Fischer das Wort erteilen, erteile ich es mir gerade selber. Ich schließe mich Herrn Rausch an. Ich gehöre auch nicht zu den Befürwortern dieses Antrages. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist Bauen in zweiter Reihe, das ist gerade schon angedeutet worden, ein hervorragendes Einfallstor für langjährigen, über Generationen gehenden Nachbarschaftsstreit. Ich glaube nicht, dass wir das wirklich wollen. Zweitens finde ich es unlogisch, wenn wir gerade eben beschlossen haben, dass wir weitere Grünflächen und Gemeinschaftsflächen ausweisen wollen, wenn wir dann deutlich mehr zur Verdichtung der Innenstädte beitragen wollen. Und vor allen Dingen, wenn wir dann gar nicht weiter nachgeschaut haben, was hat das eigentlich an Auswirkungen für die soziale und die technische Infrastruktur in unserer Stadt. Deshalb finde ich so einen Grundsatzbeschluss an der Stelle immer schwierig. Und ehrlich gesagt, aus meiner Sicht, aber vielleicht irre ich mich da, ich habe Herrn Geige jetzt nicht 100% folgen können, ob der 34C jetzt möglicherweise meiner Argumentation entgegenspricht. Aber meines Erachtens haben wir sowieso keine Möglichkeit, so etwas grundsätzlich zu beschließen, sondern es müsste dann in jedem Fall konsequenterweise neu im B-Plan-Verfahren beschlossen werden, sodass wir an der Stelle nicht umhin kommen, es in jedem Einzelfall neu zu prüfen. Und das wiederum finde ich auch sehr sinnvoll, weil im Einzelfall kann man immer wieder zu einer anderen Entscheidung kommen als zu einer allgemein gültigen. Aber wenn hier eine Grundsatzentscheidung Bauen in zweiter Reihe überall in der Stadt aufgerufen wird, dann kann ich nur dagegen votieren und würde auch dagegen stimmen. Herr Czepo hat das Wort und dann Herr Fischer. Schönen Dank. Also ich konnte leider den Antrag jetzt nur mal ganz schnell überfliegen, weil ich eben nicht die Zeit hatte, vorhin nochmal mir in Ruhe anzugucken. Aber ich kann an vieles, was jetzt gesagt worden ist, anknüpfen. Also da, wo wir ein Recht nach § 34 haben, ist sowieso alles klar, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden, sondern es geht nur über Grundstücke, wo das Bauen in zweiter Reihe planungsbedürftig ist, also wo ein Bebauungsplan erforderlich ist. Und da gibt es dann in der Tat, wenn einer ein großes Interesse und eine gute Begründung hat, die Möglichkeit, auch wenn es nur für ein einzelnes Grundstück ist, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu beantragen. Und wenn die Stadtverordnetenversammlung überzeugt ist, dass das eine gute Idee ist, das zu ermöglichen, dann kann da also auch ein entsprechendes Verfahren in die Wege geleitet werden. Das kostet dann, da muss dann ein Grundstückseigentümer oder Bauherr Planungsleistungen in der Größenordnung wahrscheinlich so von 10.000 Euro aufrufen. Aber angesichts der allgemeinen Grundstückspreise heute ist das sicherlich dann durchaus kein zu hoher Preis im Vergleich zu den Kosten für den Kauf eines neuen Grundstücks. Das ist dann auch genau die Einzelfallprüfung, die ich auch als nötig ansehe, die Herr Wende eben angesprochen hat. Wenn wir es pauschaler machen, haben wir also erstens das Problem, dass wir am Ende wegen der hohen Konfliktdichte im Block-Innenbereich doch jedes Grundstück einzeln angucken müssen. Und es stellt sich dann die Frage, anders als bei dem Beispiel, was ich eben angesprochen habe, Antrag eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans, wo dann auch die Kostentragung klar ist, welche Begründung haben wir als Stadt auf Kosten der Stadt, also öffentlichen Gelder, private Verdichtungsmöglichkeiten im Innenbereich anzubieten? Also das ist sicherlich nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, die dann auch erörtert werden müsste.
herzlichen Dank. Dann Herr Fischer. Also insgesamt irritieren mich da die ablehnenden Aussagen doch sehr, denn wir haben tatsächlich mit dem beschlossenen INSEC eine Nachverdichtung der Innenstadt beschlossen. Wir haben uns gegen ein Ausbreiten, extremes Ausbreiten in die Fläche ausgesprochen. Dementsprechend sind das genau die Ansinnen, von denen ich sprach, die hier aufgenommen wurden. Es wurde darüber gesprochen, dass die Grundstücke, die hier vermarktet wurden, deutlich zu teuer, insbesondere für junge Fürstenwalder Familien waren. Dem kann man hier mit dem Antrag entgegenwirken. Und tatsächlich sind wir als Stadtverordnetenversammlung doch nicht dafür zuständig, dann privatrechtlichen Streit zu schlichten, der irgendwann in Zukunft möglicherweise mal entstehen könnte. Und man kann sicherlich über Architektur und Nutzung sprechen und auch eine extreme Verdichtung, die vermieden werden soll, da bin ich völlig dabei. Aber wenn wir jetzt an anderer Stelle Bauland schaffen, dann wird da genau die gleiche Fläche verdichtet, als wenn das jetzt auf dem jetzt schon bereits vorhandenen Grundstück passiert. Dementsprechend ist der Effekt quasi dann der gleiche. Und tatsächlich, die Frage geht nochmal an Herrn Schäpe, wenn Sie jetzt davon sprechen, dass das eben irgendwie alles möglich ist, warum wird dann immer an der Stadt Fürstenwalde davon gesprochen, dass Bauen in der zweiten Reihe nicht erlaubt ist? Laut Brandenburgischer Bauordnung ist es grundsätzlich erlaubt, nur in der Stadt Fürstenwalde eben explizit nicht. Ich habe aber bis dato keine Ausführungen gefunden, was quasi mal, ob es dazu einen Beschluss gab, es nicht zu tun. Und Herr Schäpe, genau bin ich ja dann auch bei der Sache, natürlich soll es nicht so sein, dass permanent dann ein B-Plan einzelner aufgestellt werden soll oder muss, sondern klar ist, dass es nach Paragraph 34 erfolgt und dann letztendlich auch die Prüfung eben nicht bei uns in der Stadtverwaltung liegt, sondern eben beim Bauamt im BESKU. Also es kann eben am Ende und sollte nicht so sein, dass die Stadt permanent A, Geld ausgibt dafür, B, sich damit beschäftigen muss, sondern es dann tatsächlich mit der Bauantragstellung über das Bauamt abläuft. Und dazu einfach eine Richtlinie zu erstellen, eine Bauleitplanung zu erstellen, die das alles ermöglicht, die es sehr einfach ermöglicht für Bürgerinnen und Bürger, für Grundstückseigentümer, für Familien in dieser Stadt, was es für die Stadt Fürstenwalde sehr einfach macht, dort eben zu prüfen bzw. die Prüfung an das Bauamt abzugeben. Darum geht es. Es geht nicht darum, hier an der Stelle wieder herauszufinden und herauszufiltern, was alles nicht geht oder warum es schwierig ist, sondern tatsächlich den Fürstenwaldern zu verhelfen, hier innerhalb der Familie, weil darum geht es vor allem, weil ich glaube nicht, dass da Leute jetzt dazu angeregt werden, dann ihr Grundstück zu teilen und jemand Fremdes hinter sich bauen zu lassen, sondern wirklich darum geht, Familien, die ein großes Grundstück haben, wo die Kinder damit liebäugeln, jetzt abzuwandern in die Umgebung, weil sie kein adäquates Baugrundstück hier finden, kein bezahlbares Baugrundstück hier finden oder auch mögliche Rückkommer, die einfach hier kein Baugrundstück finden und dann eben doch nicht zurückkommen, aber Familien große Flächen in zweiter Reihe haben, die tatsächlich gebaut werden können. Darum geht es. Es geht tatsächlich um eine Ermöglichmachung. So, Dankeschön. Bevor ich Herrn Schäpe das Wort erteile, sage ich noch, dass Herr Rausch sich gemeldet hat. Und dann denke ich, können wir vielleicht doch die Debatte an der Stelle für heute hier erstmal beenden, weil das ist ja eine Drucksache, die heute erst eingekommen ist. Herr Fischer, ich will nur eins gerade rücken, damit wir uns nicht missverstehen. Ich bin sehr fürs INSEC, aber im INSEC haben wir nicht Bauen in zweiter Reihe als Prinzip beschlossen, sondern im INSEC wollten wir städtische Brachflächen entwickeln. Das ist was anderes. Wie die bebaut werden, wird dann über einen eigenen Bau-B-Plan dann auch geregelt. Aber ich glaube, da sind wir uns einig und ich erteile Herrn Schäpe das Wort. Okay, schönen Dank. Herr Wende hat mir jetzt das Thema INSEC schon vorweggenommen. Dann komme ich kurz auf das andere. Also ein Bauen in zweiter Reihe ist an einigen Stellen nach § 34 möglich. Jetzt schon und wird auch aktuell praktiziert. Dazu brauchen wir aber gar nichts beschließen, weil das ist durch das Baugesetzbuch gegeben und da kann die Kommune weder im positiven noch im negativen Sinne darauf Einfluss nehmen, sondern das ist so und ist in Fürstenwalde genau wie in jeder anderen Stadt anzuwenden. Und da, wo es nach 34 nicht möglich ist, ist es planungsbedürftig. Und wenn da tatsächlich im Einzelfall Familiensituationen, die Sie gerade geschildert haben, dann besteht, wie gesagt, die Möglichkeit, auch für ein einzelnes Grundstück einen sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan
zu beantragen. Ob das dann am Ende in der Abwägung dazu führt, dass das Erfolg hat, muss dann geprüft werden. Aber grundsätzlich gibt es dieses Recht nach § 12 Baugesetzbuch. Und wenn es jetzt pauschal gemacht würde, also dass ein ganzer Block überplant würde, würde es uns trotzdem nicht ersparen, dass wir dann die Situation auf jedem einzelnen Grundstück prüfen müssten. Weil die Grundstücke sind alle unterschiedlich groß. Die Bebauung, die zum Beispiel vorne auf dem Grundstück steht, ist auf den einzelnen Grundstücken unterschiedlich groß. Und wir müssen für jeden einzelnen Fall prüfen, ist dort ein Gebäude in zweiter Reihe noch vertretbar im Hinblick auf das, was schon auf dem Grundstück bisher bebaut wurde. Ist die Erschließung vorne von der Straße möglich oder nicht möglich? Muss eventuell dort eine entsprechende Grundstückszeile oder mit einer Dienstbarkeit oder Baulast geregelt werden und so weiter. Also man kommt nicht drum rum, aufgrund der Konfliktträchtigkeit oder des Lösungsbedarfs, um es positiver zu formulieren, den es für jedes einzelne Grundstück gibt, auch in einem Bebauungsplan, dann jedes einzelne Grundstück planerisch zu betrachten und dann in die Abwägung zu bringen, bevor dann ein Satzungsbeschluss möglich ist. Also ein sehr aufwendiges Planungsverfahren, ja. Dann wäre jetzt das Wort bei Herrn Rausch. Vielen Dank. Ja, vieles wurde jetzt von Ihnen, Herr Vorsitzender, und von Herrn Schäpe schon gesagt. Worauf ich aber noch mal eingehen möchte, ist der Punkt, und das finde ich ja ein bisschen lustig, Herr Fischer, dass Sie sich hier drüber beschweren, dass die Baupreise so hoch sind und junge Fürstenwalder Familien sich keine Grundstücke mehr leisten können. Wer hat denn die ganze Zeit, als wir Ketschendorfer Feldmarkt vermarktet haben, dafür geworben und gestimmt, dass wir unbedingt dieses Bieterverfahren anwenden müssen, um den höchstmöglichen Preis zu erzielen, um möglichst viel Gewinn für die Stadt rauszubekommen und aber eben nicht an die Fürstenwalder zu denken, wie es ja auch öfter mal angesagt wurde. Wer wollte denn den höchstmöglichen Einstiegspreis für diese Versteigerung haben und was hat denn schlussendlich dazu beigetragen? Diese Versteigerung hat Preise aufgerufen, sodass allgemein die Grundstückspreise dadurch eben gestiegen sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Man konnte es vor kurzem erst in der Motz lesen, wie man eben auch städtische Grundstücke, ja, sozialverträglicher nenne ich es mal, eben auch für einheimische Familien vergeben kann. Aber das BFZ wollte ja unbedingt diese hohen Preise und nun haben wir sie in Fürstenwalde. Und dann jetzt auf dem Hinterweg hier irgendwie zweite Bebauung ermöglichen zu wollen, um dann doch wieder günstig bauen zu können, ist auch wieder nur ja für ein bestimmtes Klientel, nämlich für die, die wo schon Eltern Grundstücke haben, wo man eben dann Familie hat und das teilen kann. Damit nützen sie keinem anderen Fürstenwalder, weil auch die, die in zweiter Reihe bauen wollen bei jemand Fremden, werden diese hohen Grundstückspreise bezahlen müssen. Also dieser Antrag ist vollkommen sinnlos. Herr Schäpe hat es gerade ausgeführt, man kann auch auf anderen Wege in zweiter Reihe bauen, wenn man wirklich will. Dieses Gerücht, es ginge nicht in Fürstenwalde, keine Ahnung, wo das herkommt, aber so ist das halt mit Gerüchten. Wenn sie einmal in der Welt sind, halten sie sich halt auch ziemlich stark. Okay, das hat sozusagen... Herr Geige zur Geschäftsordnung. Ja, ich muss mal sagen, dafür, dass wir heute hier nicht abstimmen und der Antrag zu spät eingereicht worden ist, würde ich jetzt plädieren, dass wir das beenden, weil wir sowieso nochmal darüber sprechen werden und uns da intensiv austauschen können. Ja, wir haben heute noch viele andere Punkte und das würde ich begrüßen. Danke. Lieber Gernot, das Problem ist jetzt folgendes. Du bist jetzt gerade der Erste, der das Anliegen formuliert, dass wir den Antrag heute nicht abstimmen. Soll das abgestimmt werden? Nein. Ich, nach der Diskussion, die hier geführt wurde und den Fragen, die aufgeworfen worden sind, zieht die BFZ-Fraktion den Antrag erstmal zurück und wird ihn dann nochmal an anderer Stelle auf die Tagesordnung bringen. Überarbeitet. Bevor jetzt hier so abgelehnt wird, einfach so. Okay. Danke. Dann haben wir aber zumindest in der Frage eine gute Fachdiskussion geführt und können dann an dieser Stelle mit einem weiteren Antrag weiterarbeiten. Alles klar, herzlichen Dank. Dann verlassen wir an der Stelle ohne Abstimmung den Antrag. Die BFZ-Fraktion hat zurückgezogen. Ich bitte dieses auch den nachfolgenden Ausschüssen mitzuteilen, sodass sie diesen nicht mehr behandeln müssen.